Die RWE-Legende Willi Littens ist heute im Stadion, kann nichts mehr schief gehen. Wie geht das Spiel denn aus, Willi? Ja, wenig doch nicht. Ich denke mal, Rot-Weiß gewinnt. Das sagt man doch immer, oder? Ja, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja. RWO ist kein Aufsteiger, von daher raus. War nie ein Gegner. Aber nein, wir haben schon immer gute Kämpfe gehabt gegen Rot-Weiß Oberhausen. War immer interessant. Da gehst du davon uns aus. Haben sie mal beschissen. Wir haben das Licht ausgemacht. Mal in wir führten 1-0, 10 Minuten vor Schluss, da ist das Licht ausgegangen. Fluglicht abgeschaltet. Dann dauerte das dreiviertel Stunde, es sollte abgebrochen werden, haben es wieder angemacht und dann haben wir verloren. 2-1. Aber scheiße, Rhythmus war weg. Ja, das ist schon ewig her. Ja, aber du gehst davon aus, dass sich die Jungs heute reinhauen werden, oder? Ja, ist ja normal. Ja. Ist ein Lokalkampf ist auch in der Klasse ist eben nur immer noch ein Lokalkampf. Und ist immer noch rein, oder? Ich weiß nicht, da kommt die Frau durch Chefin. Ich habe da nichts zu sagen. Also freuen wir uns auf ein gutes Spiel heute? Ja, natürlich. Und auf ein gutes Ergebnis für ja, uns. Ja. Wir sind bereit fürs Spiel. Ja, natürlich. Ne? Wenn der Vatertag heute richtig gut werden soll, dann gehört einfach ein Sieg für Rot-Weiß Essen dabei. Enttäuschungen haben wir genug erfahren dieses absolut, Jahr. Absolut, ja. Ne? Das wäre mal der krönende Abschluss noch. Wird es ein enges Spiel werden heute? Vermute schon. Oberhausen ist immer ein unangenehmer Gegner und der RWO, der ist gegen uns immer doppelt motiviert. Ja. Aber ich denke, heute wird unsere Mannschaft auch alles geben. Wie wird das Wunschergebnis lauten? 3-1 für Essen. Okay, ohne Verlängerung? Ohne Verlängerung. Okay, ne? Danke. Ja. Hallo. Was sagt der Chef? Ja, ich denke, wir hatten auch ein knappes Spiel. In Oberhausen haben wir eigentlich in der Regel schlechte Erfahrungen. Also haben wir selten gute Spiele gezeigt. Und ja, heute wird das hoffentlich anders zum Vatertag. Okay. Wunschergebnis? 8-0 Rot-Weiß Essen. Natürlich. Hauptsache keine Verlängerung. Okay, keine Verlängerung. Ja. Morgen. Sind wir nicht fit genug für eine Verlängerung? Schwer zu sagen. Mental sind wir vielleicht nicht fit genug, weil wir so viele Enttäuschungen und Niederlagen dieses Jahr schwer erlebt haben. Aber irgendwie werden die jetzt auch mit der Motivation, mit den Fans im Rücken heute dann auch schaukeln. Okay, also 8-0. 8-0 und zur Not geht auch noch ein 3-1, okay. Da schließe ich mich dem Gerd an. Hör ich da den Willi Lippens aus der Küche lachen? Kann sein. Ja, kann sein. Was sagst du? Jetzt sag mal was Positives. Wir machen ein tolles Spiel. Oberhausen ja, machen wir Platz. Nicht nur super spannend, sondern auch erfolgreich. Du gehst auch davon aus, dass RWE heute gewinnt? Ja. Und 150.000 Euro für die nächste Saison wären nicht schlecht, ne? Ja, das stimmt. DFB-Pokal wäre mal wieder was Tolles. Genau. Hallo, guten Morgen, Carsten aus Dülmen. Hallo. Ja, also ich bin zuversichtlich heute. Ein 1-0 reicht mir. Aber wie schon meine Vorgänger gesagt haben, es wird kein Selbstläufer heute. Die anderen werden sich auch den Hintern aufreißen. Ja. Aber Heimspiel ist verpflichtet natürlich auch. Ne? Also wir haben Glück, dass wir bei uns im eigenen Stadion spielen. Und wir packen das. Ja, die Hütte ist ja voll heute. Ja. Wie wird ja. die Stimmung sein? Ja, wir haben ja auch noch da so ein bisschen Krise unter ja. den Fans. Aber ich glaube, heute werden sich alle zusammenreißen. Und dann werden wir die Oberhausener niederschreien und niederringen und 1-0 gewinnen. Gewinnt RWE heute? Glaube ich. Glaubst du? Ich glaube, die gewinnen ganz sicher heute. Und dann wird gefeiert? Feierst du dann auch? Mit meiner Cousine. Das wäre toll. Viel Spaß.
wunderhübsche Unterstützung heute für RWE. Natürlich. Wie geht das Spiel denn aus heute? Wir gewinnen natürlich. Wir gewinnen. Das wollte ich hören. Was sagst du? Wir gewinnen. Wie hoch? Keine Ahnung. Aber alle sehr zuversichtlich. Ein schon mehr. Okay. Drücken wir die Daumen für RWE heute? Ja, brauche ich gar nicht. Brauchst du nicht. Du bist überzeugt, ne? Ja. Okay. Also freuen wir uns auf den Pokalsieg und danach wird gefeiert. Natürlich. Morgen geht's nach Malle. Das ist alles klar. Alles klar. Lasst es euch gut gehen. Danke euch. Ciao. Wie geht's denn aus heute? Gut. Gut geht's aus, ne? Ja, gutes klar. Gefühl. Gut für uns. Gutes ja. Gefühl. Hi, Nobi. Hier ist ein Ruhrgebietler. Ich wünsche Grüße an Würzburg. Danke. Bitte. Tschüss. Wenn ich richtig sehe, bist du ein RWE-Fan. Ja. Aber so richtig. Ja. Freust du dich schon? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, ich auch. Wie geht das Spiel denn aus? RWE gewinnt. 2-0 Essen. 2-0 Essen. Und dann wird gefeiert? Ja. Super. Dank dir. Bitte. Wenn du lachst, scheint die Sonne in allen Herzen der Welt. 100 Jahre und noch mehr wirst du leben, RWE. 100 Jahre und
Tommy Derchi. Bis bald. Bis heute Abend, ne? Tschüss. Tschüss.